Und bei mir ist Professor Stefan Fröhlich, Politikwissenschaftler von der Universität Erlangen. Sie werden uns durch diesen Gipfel begleiten und helfen, das Geschehen einzuordnen. Ja, am Anfang die Frage aller Fragen. Machen solche Gipfel überhaupt einen Sinn? Ja, sie machen Sinn, auf jeden Fall. Also wenn wir sehen, ich würde gar sagen, man redet ja viel davon, dass die Bedeutung dieses G7 eher abnimmt oder abgenommen hat. Wir leben heute in anderen Verhältnissen als in den 70er oder 80er Jahren, als dieser Gipfel begründet worden ist. Ich glaube, sie machen heute sogar mehr Sinn in dem Maße, wie die Bedeutung abnimmt. Denn es ist viel wichtiger für diese Staats- und Regierungschefs, die heute nicht mehr unbedingt das Weltgeschehen alleine natürlich diktieren, mit gemeinsamen Vorschlägen eben Weltpolitik oder Initiativen und Impulse zu geben für die Weltpolitik. Insofern macht das durchaus Sinn. Hintergrund der Kritik sind ja die enormen Kosten. Offiziell 130 Millionen Euro, bunter Steuerzahler sagt über 300 Millionen Euro. Das ist schon sehr, sehr viel. Warum treffen Sie die sich nicht im Kanzleramt in Berlin auf einem Flugzeugträger? Wäre ein bisschen billiger. Ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Also zunächst mal, ein Punkt ist mit Sicherheit, wir hören ja immer wieder, das Ganze ist kein Beschlussgremium. Diese G7 ist ein informelles Treffen, ein informelles Format. Also man sucht irgendwo eine Möglichkeit, den, muss man sagen, einigermaßen abgeschieden und in Ruhe zu diskutieren. Das kann man natürlich woanders auch tun. Und in der Tat wäre es vielleicht sinnvoller, dass in irgendwo, ob das in Berlin ist oder im White House oder sonst wo, wo wir auch die Infrastruktur haben. Ich meine, wir haben eben gehört, dass einer der Gründe dafür ist, dass man eben bewusst die Abgeschiedenheit gesucht hat, weil die letzten Jahre eben auch Entwicklungen mit sich gebracht haben, von denen wir ja hier auch reden werden, am Rande des Gipfels eben Demonstrationen, die eben auch einen Großteil mehr an Sicherheitskräften erfordern und die bewusst eben die Staats- und Regierungschefs haben den Entschluss fassen lassen, das in eine andere Richtung zu bringen. Also insofern macht das schon Sinn und man sollte auch bei all diesen Kosten nicht vergessen, dass tatsächlich es nicht nur die Kosten hier der Infrastruktur ist, die natürlich hierhin gebracht werden muss, deswegen aber auch andere. Die Inhalte, worum geht es bei diesem Gipfel? Die Inhalte sind, wenn Sie so wollen, es gibt so etwas wie drei Themenkategorien, die man immer bei diesen Gipfeln bespricht. Es gibt die aktuellen Fragen und zu denen wird man reden. Und viele haben immer Angst, dass das die Themen sind, die am Ende auch den Gipfel überwiegen und dass die Agenda vielleicht dessen, die sich die Bundesregierung ausgesucht hat, ein bisschen in den Hintergrund gerät. Die Hauptthemen sind natürlich die aktuellen Krisen, da führt kein Weg dran vorbei, ob das Ukraine ist, ob das im Nahen und Mittleren Osten ohne Putin. Und Griechenland und ohne Putin. Natürlich sind das Themen. Dann gibt es die spezifische Agenda der Bundesregierung und die sollte eigentlich den Gipfelgegner durchaus gelegen und entgegenkommen. Denn da geht es um Klimaschutz, da geht es um Standards und Lieferketten und Produktqualität, um das Stichwort Nachhaltigkeit. Und dann gibt es diese sogenannten Outreach-Prozesse mit allen möglichen auch Ländergruppierungen, wo dann nochmal ganz spezifische Themen, insbesondere Entwicklungshilfe, auf der Tagesordnung stehen. Also insofern wirklich ein bunter Strauß. Herzlichen Dank. Wir haben im Lauf dieses dreitägigen Gipfels, zwei Tage Gipfel, aber drei Tage Phoenix-Berichterstattung, noch ausführlich Gelegenheit, uns miteinander zu unterhalten.